Gut, 20. Spieltag. Und wir haben jetzt das Spiel auf Augenhöhe mit Borussia Mönchengladbach. Und wir sind jetzt Fünfter. Es hat wirklich hingehaut. Ja, da sieht man, was zwei so Siege bewirken können. So, pass auf, die Herrschaften spielen. Ey, das schaut geil aus. Das nehmen sie. Und Sissoko ist nicht so in Form. Aber er bleibt drin. Dafür muss, ja, wir müssen unbedingt einen Außenverteidiger kaufen. Also im nächsten Transfermarkt brauchen wir einen Außenverteidiger und einen guten Innenverteidiger. Auf jeden Fall. Ochs, der kann links und rechts spielen. Pass auf, den nehmen wir mit. Und ansonsten sind alle fit, gell? Geil. Ist selten. Gut, dann neue Song spielen wir so. Jawohl, wir haben mal wieder Heimspiel, wieder Zeit. Und zwar gegen die Gladbacher. Mal schauen, wie man schlungen. Mascherano. Raphael. Gut gemacht. Unteren Dickmeier. Ja, das ist eigentlich so der schnellste Game, muss man sagen. Jansen und Chamberlain, der in zwei Spielen 4 Tore geschossen hat. Super. Hey, warte mal. Schau dir immer. Er hat immer noch einen Ball. War gleich mal die erste Chance, Alter. Die Gladbacher. Und das war meine Janschke, oder? Der ist einfach durchmarschiert. Ich glaube, die Gladbacher losen sich nicht aus, ich gefallen wie die Nürnberger. Die haben nämlich vom Platz geschossen. Und Van der Vaart ist auch mal wieder fit. Das ist gut. Mascherano, Van der Vaart. Ja, Lasoga kriegt den Gummi. Paul, Kunz. Wer läuft gar keiner? Scheiße. Muss zurückspringen. Vorsicht. Kruse. Au. Oh. War nicht so günstig. So, aber Adlerhoden. Und bisher haben wir noch kein Gegentor gekriegt, gell, in der Rückrunde. Also noch nicht, die kennen wir noch. Und Omar läuft Chamberlain, jawohl. War die erste große Torschance. Und dem hat er am Ball in die Fresse geschossen, gell? Ecke. Oh, die kommt gut. Aber leider drüber.
Ja, wenn die öfter so kommen, dann kann da mal wieder Kopfball holen. Also noch eine Ecke, meine. Van der Vaart. Chamberlain. Ja, da war der andere schneller. Ja, das war natürlich nichts, okay. Macht er nicht. Einwurf für uns. Super. Trabt's einmal, ja. Beißt er. Mascherano. Dickmeier. Wieder beißt er. Was? Das war abseits. Na gut. Gut, der Ball ist ja von uns irgendwie gekommen. Wir haben zwar nicht direkt geschossen. Und wieder Chamberlain. Jawohl, Chamberlain macht schon wieder. Gibt's denn sowas? Sein fünftes Tor im dritten Spiel. Hammer, oder? Ich glaube, der Einkauf hat sich gelohnt. Und dafür, dass der wirklich ein guter Abschluss ist, trifft er ganz schön oft, muss man sagen. Ja, das war mal wieder schon erst gespielt. Tja, und somit führen wir gegen die Gladbacher mit 1-0. Lasoga. Oma trennt wieder Chamberlain. Und den erwischt er sogar. Nächste Riesenchance. Ich glaube, da haben wir mit Chamberlain haben wir da aus den London ein Riesentalent abgekauft. He? Der war ja nicht sehr billig, muss man sagen. Und wieder Chamberlain? Nein, die bin ich. Es gibt einen Wurf. Jansen. Was? Kein Foulspiel? Und das glaube ich ist die Luft ziemlich aus, oder? Bei Gladbach. Die waren am Anfang ein bisschen, gell? Janschke. Muss ich aufpassen, nicht, dass er den noch spät. Jetzt wenn er nämlich wegrennt, der da oben hat, dann spät er den noch, logischerweise. So, Mascherano. Beister. Wer startet? Hochkunde. Kruse. Und es gibt 1 Minuten drauf. Arango. Jawohl, Mascherano. Rabiat. Was, der pfeift ab, du dummer Sack. Aber gut, wir führen 0. Und haben uns das verdient. Ja, die Aufstellung schaut immer noch gut aus. Und ich mag auch diesmal wieder nicht wechseln. Das passt also. Und ich glaube, wenn wir die zweite Halbzeit auch so gut spielen, dann wird es der nächste Sieg.
In der Realität ist andersrum, gell? Gladbach ist wieder ziemlich gut dran. Wir sind unter die ersten vier, Mann. Und hätten Chancen, glaube ich, auf Champions League. Dafür ist Hamburg nicht so gut dran. La Soga. Na, Van der Vaart, da ist Chamberlain. Der wischt nicht. Ja, da war der Schweizer ein bisschen rabiat. Und da muss ich dazu sagen, der hat ein neues Gesicht. Der hat davor auch keins gehabt. Und hat jetzt sein Originalgesicht gekriegt. Der Van der Vaart hat auch keins gekriegt. Stranzl. Arango. Weg ist er. Dominguez, Panzil, Arango, Nordveit. So, Hermann, über rechts. Oh, das kommt gut. Jetzt hätte ich schon mal den erwischt. Oh, was mache ich denn? Los, keine Fehler machen. Sonst, glaube ich, ist der Sieg gut. Und es gibt, meine ich, die erste Ecke für Gladbach. Oh. Das war knappe Sache wieder. So, Beister startet, der erwischt natürlich nicht. Weil der eigentlich der schnellste ist. Da bräuchte man auf der rechten Seite auch so einen wie Chamberlain, gell? Das war das auch. Und ich glaube, wenn die Saison vorbei ist, werden wir bestimmt ein zweites Spiel mit Hamburg, weil das irgendwie gar nicht. Außer wir kommen natürlich nicht irgendwie ins internationale Geschäft. Dann kann man ja schauen, ob man irgendwie eine andere Mannschaft kriegen. Die eventuell Champions League spielt oder Europa League. Aber wenn man so spielen wie jetzt hat, dann bin ich ganz guter Dinge, dass wir nächste Saison auch international spielen. Jung. War das nicht irgendwie der teuerste Einkauf für die Gladbacher? De Jong? Das war doch irgendwie der große, war nicht, der große Mann, den sie gekauft haben. Aber irgendwie hätte man von dem auch nichts mehr. So, geht's mal hinter da. Und Gladbach wechselt. Moment mal, Buben. Hey, ich möchte da wechseln. Ja, wir kannten sogar. Pass auf. Dann mal halt. Pass auf, ich tue einfach. Ich bin einfach mal so frei. Alvaro eine. Und auf der rechten Seite tue ich jetzt Campbell eine. Kann der rechts außen ausspielen, also Flügelmanni. Scheiße, jetzt ist er weg. Jetzt hat. Kann der eventuell. Wie stark ist er denn da? 78 und da hat er. 79. Gut, bleibt er da hinten. Und die Gladbacher probieren es. Hey. Gibt Ecke. So, die frischen Männer kommen. Vielleicht reißen die noch was. Chamberlain. Chamberlain, jawohl. Scheiße. Ich wollte noch rumspielen. Aber sein Einsatz war gut. Mit dem Dribbling.
Janschke? Vorsicht vor dem Händler. Mascherano. Alvaro. Der hat zwar nur Stärke 76, aber gut, das ist unser Ersatzstürmer. Dafür ist der schneller als Ding, als Lasoga. Und Gladbach wieder mit der Stärke. Ja, das war nixi. Das war nixi. Und wie ich schon erzählt habe, dass ich Schusstraining geübt habe, es ist natürlich auch sehr wichtig, in der richtigen Position zu stehen. Also wenn man natürlich verkehrt steht vom Tor, dann trifft man natürlich auch eher schlecht. Was bei 2013 natürlich nicht so der Fall war, das war ja mehr arcade-mäßig. Und 2014 ist mehr Simulation. Besser gesagt, sehr viel Simulation. So, kleiner Rempler von Sissoko. Moment, Bur. Ich muss nochmal wechseln. Und zwar geht jetzt Sissoko runter. Darf er kommt drin kommen. Wobei, ich glaube, das lohnt sich gar nicht mehr. Weil wir schon die 86. Minuten haben. Wobei, jetzt kommt er schon. Jetzt kommt er. Gut, Sissoko war jetzt nicht so spielfreudig diesmal. Er war aber auch nicht in Form. Aber er hat schon bewiesen, dass er gut ist. Campbell. Und es startet Van der Vaart. Und es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Hermann. Wahrscheinlich werden die Gladbach noch ihre Chance suchen. War Tor. Das ist gleich geschossen. Seht ihr das? Legt die Chance. Vorsicht, Mauern. Jawohl, Jansen. Ja, und das war's auch. Den einzigen Treffer hat wieder Chamberlain geschossen. Thank you.